Ja, das Tinko Kindertheater ist ein Verein. Uns gibt es seit 23 Jahren hier in der Stadt Gießen. Und wir machen Clowns- und Märchentheater für Familien. Genau, wir spielen Geschichten nach den Gebrüdern Grimm und manchmal natürlich auch andere. Gegründet wurde es aus der Idee heraus, dass die Stadt Poesie und Märchen braucht. Und seit 2015 machen wir beide das im Vorstand und ja, lieben das. Er heißt noch Puffelpilzchen. Wir spielen, wir inszenieren und das machen natürlich auch die Spielerinnen und Spieler, die vielleicht aus dem Zuschauerraum mit ihren Kindern zuerst hier waren, die dann Feuer gefangen haben, jetzt auf der Bühne sind und die schenken uns einfach ihre private Zeit. Und wenn es diese tollen Menschen nicht gäbe, das ehrenamtliche Engagement nicht gäbe, dann könnten wir eigentlich unsere ganzen 1000 Koffer packen und hier dicht machen. Das Spielen an sich, das auf die Bühne gehen, dadurch immer wieder für mich zumindest über mich hinauswachsen, in eine neue Stärke irgendwie finden, entwickeln. Und dann, ja, den Schritt gehen, in den Workshop zu gehen, sich das anzugucken. Es ist ja alles ohne Druck. Dann, ja, spielt man sich so ein bisschen frei und kriegt so ein paar Impulse von uns. Und wenn dann das Interesse hoffentlich sehr groß ist, dann gucken wir, wie kann diese Person besetzt werden. Wir haben beim Workshop Schüler, wir haben aber auch schon alte Professoren gehabt, die schon immer Theater spielen wollten. So im Kern, glaube ich, habe ich grundlegend einfach so eine Souveränität gewonnen. Du musst aufpassen, wen du diese Geschichten erzählst. Oh. Aldona hat mal gesagt, vor vielen Jahren schon, wir sind eigentlich eine große Familie. Und da steht auch einer für den anderen ein und hilft. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und zugewandt. Ja. Das Ehrenamt ist einfach das Herzstück dieses Theaters. Ohne Ehrenamt wird es überhaupt gar nicht gehen. Es sind wunderbare Menschen, die hier mit uns diesen Verein beleben. Und es sind vor allem die Elemente und die Momente mit den Kindern, die uns total berühren, immer und immer wieder. Ich glaube, das schaffst du. Das werde ich machen. Das schaffst du, das versprichst du. Danke, denn ja. Damit das Mögliche entsteht, ja. Ja. Muss man das Unmögliche versuchen. Die Kinder sind immer anders. Die sind mal ganz zurückhaltend, mal total laut, mal sind sie ganz brav. Oder nicht einverstanden mit dem, was sie da machen. Genau. Diese Lebendigkeit, das, ja. kann man nicht inszenieren und das ist so berührend. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, so das allergrößte Geschenk für all diejenigen, die hier sich uns anschließen und mit für diese kleinen Kinderaugen und Herzen Theater machen. Wir brauchen auch Leute, die jetzt nicht unbedingt auf die Bühne wollen und trotzdem Freude daran haben, vielleicht so in so eine Crew zu kommen, in so eine, ja, wie schon gesagt, Art Familie und sich dort aufgehoben zu fühlen. Ja. Ja, die Stadt braucht Märchen. Ja, und die Stadt braucht natürlich viel mehr Ehrenamt. Und wir brauchen euch.